Ich zeige dir heute, wie du mit Hilfe von KI-Technologie Produkte erzeugst in unter einer Minute, die du für bis zu 28 Euro verkaufen kannst. Und zwar Bilder wie dieses oder eine Grafik wie diese oder wie diese. Diese Grafiken habe ich in unter einer Minute erstellt und die Grafiken kann man verkaufen. Wie das genau funktioniert, wie man die erstellt, wie die verkauft werden und wo die verkauft werden, all das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René vom Kanal Teach Dich. Es ist wirklich unfassbar, was die KI-Technologie aktuell für Möglichkeiten bietet, auch Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. Also wenn du bis jetzt noch kein Geld online verdient hast, dann ist jetzt und heute die Möglichkeit, da endlich zu beginnen. Ich will dir in diesem Video nichts verkaufen. Das Einzige, um das ich dich bitte, ist, dass du ein Like da lässt und dass du den Kanal abonnierst, damit du auch nichts mehr verpasst rund um die Themen Online Geld verdienen mit KI-Technologie. Also lass uns direkt reingehen und ich zeige dir, wie du heute online Geld verdienst. Wir sind hier auf der Seite bluewillow.ai. Was ist Blue Willow? Blue Willow ist eine KI, eine Artificial Intelligence. Sie bietet die Möglichkeit, per Prompt bzw. per Texteingabe Bilder, Grafiken, Logos zu erstellen. Also Digital Artworks, so wie es hier auch auf der Seite steht. Blue Willow kostet nichts, es ist völlig gratis. Du kannst sie einfach auf Join Beta drücken und dann kommst du in den Discord-Channel von Blue Willow. Und hier geht es eben los. Hier kannst du per Texteingabe deine Bilder erzeugen. Und ich habe das Ganze auch schon ausprobiert und wir testen das auch gleich. Bevor wir aber hier loslegen auf Blue Willow und die Bilder erzeugen oder die Grafiken erzeugen, müssen wir erstmal schauen, gibt es einen Markt? Also verkauft sich so ein Bild überhaupt? Und dann gehen wir mal auf die Plattform Fiverr.com. Fiverr ist eben eine Plattform, auf der Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Hier bieten Freelancer ihre Dienste an und du kannst auch als Freelancer hier deine Dienste anbieten. Und wir bieten heute eben den Dienst an, dass wir zum Beispiel Albumcover erstellen für CDs oder für Platten. Daher habe ich hier auf Fiverr.com einfach mal Cover Art eingegeben, also Cover Kunst oder Cover. Und wenn ich hier mal auf das erste draufklicke, dieser Verkäufer hat 1205 Sternebewertungen. Also der verkauft tatsächlich diese Albumcover. Und ich finde die ehrlich gesagt, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich finde die noch nicht mal sonderlich schön. Ich habe mir die angeschaut und habe auch versucht, die nachzubilden. Und das machen wir auch gleich mal. Und diese Albumcover, die werden eben verkauft hier für 28,95, 43 für Standard und für Premium 57,90. Und das sind eben verschiedene Auflösungen. Und ich zeige dir auch, wie du verschiedene gute Auflösungen hier mit Blue Willow erzeugen kannst. Also 28,95 für diese Cover. Ich bin einfach mal durchgegangen und habe mir ein Beispiel ausgesucht, was wir nachbilden können. Und zwar bin ich gekommen auf dieses Gothic Girl, was wir vielleicht hier mit Blue Willow innerhalb kürzester Zeit, ich habe ja gesagt, unter 60 Sekunden nachbilden können und auch theoretisch dann als Albumcover anbieten könnten. Natürlich kannst du auch andere anbieten, aber ich habe das eben als Beispiel genommen. Jetzt gehen wir zurück zu Blue Willow in den Discord-Channel und ich zeige dir, wie du solche Bilder erzeugst. Also hier auf der linken Seite, wenn du ankommst, bist du erstmal hier bei Getting Started hier oben und da kannst du dir durchlesen, wie das funktioniert, wie man das macht, aber ich zeige dir das. Also, ich habe mir das schon durchgelesen und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Auf der linken Seite scrollen wir nach unten und suchen uns hier einen Rookie-Channel aus, zum Beispiel Rookie 40. Einen von den Rookie-Channels ist egal welchen. Dann hast du hier unten die Texteingabe, die Prompteingabe und da musst du immer eingeben slash imagine, genau auch richtig geschrieben. Leerzeichen. So, und jetzt kannst du deine Prompteingabe eingeben. In dieser Prompteingabe kommt es natürlich auf deine Details an, die du angibst. Die KI im Hintergrund weiß ja nicht genau, was du dir vorstellst. Und je genauer du hier Angaben machst, umso besser ist dann auch dein Ergebnis. Und wie du das Ergebnis dann auch umändern kannst, zeige ich dir auch gleich. Ich habe folgenden Prompt eingegeben, den kopiere ich einfach mal raus. Head of Gothic Girl in Anime Style, looking into the cam, Violet Tone. Also alles, was ich gerne haben möchte. Sie soll in die Kamera schauen. Ich will das in einem violetten Ton und dann habe ich das einfach mal versucht. Was jetzt dabei rauskommt, weiß ich nicht. Du gibst es also einfach ein, drückst auf Enter und dann rechnet er und innerhalb von ungefähr 60 Sekunden sollte er fertig sein. Parallel siehst du hier Ergebnis von den anderen Personen, die das Ganze auch nutzen und du siehst auch, was sie eingeben. Jetzt ist unser Anime Girl schon fertig. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich begeistert. Also wir könnten hier oben links das erste nehmen, das zweite, das dritte oder das vierte. Ich finde die Nummer 4 ganz gut, aber auch die Nummer 1 ganz gut. Jetzt können wir von der Nummer 1 hier oben links eine Version, eine Abwandlung nochmal erstellen lassen, V1 oder von der zweiten, V2 oder dritten oder vierten eine Version erstellen lassen. Das ist jeweils das V. Und Upscaling, also eine höhere Auflösung,
könnten wir mit U1, U2, U3, U4. Also wenn ich jetzt von der 1 erstmal eine Variante haben will, drücke ich hier auf V1 und dann erstellt er mir eine neue Variante für Bild Nummer 1. Das macht er im Hintergrund und wir warten jetzt kurz. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Ich scroll nochmal nach unten. Die ganzen anderen Ergebnisse sind natürlich hier auch drin, aber unsere Anime Girl müsste jetzt auch gleich hier unten erscheinen. Tatsächlich gefallen mir diese Abwandlungen jetzt nicht so gut wie das Original. Wir könnten es nochmal und nochmal und nochmal besser machen lassen, aber das Original hat mir doch am besten gefallen, ehrlich gesagt. Und dann scrollen wir einfach zu unserem Original hoch, klicken das einmal an. Und ja, das Nummer 1 gefällt mir gut. Und dann lassen wir upscalen, U1 auf Upscaling eben. Gehen wir nach unten und gleich müsste unser frisch gerendertes und abgescaltes Bild hier erscheinen. Und du siehst, wie schnell das fertig ist. Wir klicken es einmal an, im Browser öffnen und das sieht ganz hervorragend aus. Jetzt hat es eine höhere Qualität. Wir gehen jetzt einfach mit der Maus hier drauf, rechte Maustaste, Bild speichern unter und speichern uns dieses Bild ab. Dieses Bild könnte jetzt ein Albumcover sein und du könntest dieses Bild, dieses Albumcover verkaufen für 28 Euro, für 30 Euro, für 40 Euro. Ich finde es unfassbar, wie schnell dieses Bild erzeugt wurde und wie schnell wir hier eben Produkte erzeugen können, die wir verkaufen können. Du kannst das jetzt noch weiter bearbeiten, zum Beispiel auf canva.com, also auf der Seite canva.com, kannst du einfach dieses Bild hochladen, kannst noch Schriftzüge hinzufügen, das geht innerhalb von ein paar Sekunden, bist du fertig, lädst das Ganze runter, wenn du eben noch Schriftzüge drauf haben möchtest. Dann gehst du eben auf Fiverr, erstellst hier einen sogenannten Gig, also ein Angebot oder auch mehrere Angebote. Du kannst ja Logos erstellen, du kannst E-Book-Cover erstellen, du kannst alles Mögliche erstellen. Alles, was grafisch ist, mit Blue Willow, wie gesagt. Und dann verkaufst du eben deine Produkte. Du baust dir eben im Handumdrehen ein Online-Business auf. Es war noch nie so leicht. Nutze einfach diese KI-Technologie und schau dir unbedingt das Video an, was ich dir hier am Ende verlinke. Ich hoffe, das Video hier hat dir auch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.